In Loxstedt im Landkreis Cuxhaven soll eine Frau und ihr Pferd von einem wolfsähnlichen Tier angegriffen worden sein. Bei dem Ausritt am Dienstag attackierte ein Hund mit wolfähnlichem Aussehen, wie es das Opfer nannte, Pferd und Reiterin. Die Polizei Schiffdorf bestätigte den Vorfall. Der Hund der Frau eilte herbei und schlug den Angreifer in die Flucht. Im Internet kursierte zwischenzeitlich ein Foto des blutüberströmten Pferdebeins. Ob es sich bei dem Angreifer tatsächlich um einen Wolf, einen Hund oder ein anderes Tier handelte, ist derzeit unklar. Um das herauszufinden, müssen Spuren und mögliches DNA-Material gesichert und ausgewertet werden. Auch die Politik hat sich zu dem Vorfall geäußert und spricht von einem Wolfsproblem. Der Vorfall in Stotelnesse zeigt, dass die steigende Wolfspopulation eine Gefahr für Menschen und Tiere darstellt. Wir müssen handeln, um weitere Angriffe zu verhindern und den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. In Niedersachsen kommt es vermehrt zu Sichtungen und Angriffen durch Wölfe. So soll ein Wolf eine Kuh in Cuxhaven gerissen haben.